Highspeed-Internet, Überschallflugzeuge, Instant-Kaffee, Instant-Nudeln. Von Entschleunigung kann keine Rede sein. Jeder kennt es. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber in den letzten 100 Jahren, also in den 20er, 60er und 80er Jahren, sind unsere Tage in Wirklichkeit länger geworden. Bevor du jetzt ungläubig weiterklickst, lass es mich erklären. Ein Tag wurde nur um durchschnittlich 1,7 Millisekunden länger. Aber was wäre, wenn die Tage noch länger dauerten? Wenn die Nacht ewig dauern würde? Was wäre, wenn ein Tag ein ganzes Jahr dauern würde? Könnte man die Erde trockenen Fußes umrunden? Hier ist, was wäre, wenn die Erde aufhörte, sich zu drehen. Die Erde dreht sich am Äquator mit 1670 Stundenkilometern. Sie sorgt damit für Tag und Nacht, Wind, Ebbe, Flut und für angenehme Temperaturen. Was würde also passieren, wenn so etwas Essentielles plötzlich stoppen würde? Stell dir vor, du fährst den schnellsten und geilsten Sportwagen der Welt. Ist es Teil, oder? Die Straßen sind frei, kein Stau und keine Kontrollen. Du fährst also auf Anschlag, 1670 Kilometer in der Stunde. Und dann, wie aus dem Nichts, ein Hindernis. Du steigst in die Eisen und das Auto bleibt sofort stehen. Du selbst aber nicht. So wäre es, wenn die Erde sich auf einmal nicht mehr drehen würde. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, würde einfach gen Osten weiterfliegen. Menschen, Autos, sogar Schweine. Der heftigste Wind, der je gemessen wurde, hatte eine Geschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern. Die Winde wären jetzt viermal so stark, ähnlich wie bei einer Atomexplosion. Innerhalb einer Minute würden gewaltige Tsunamis über 30 Kilometer ins Landesinnere schwappen und alles Wasser der Ozeane würde zu den Polen strömen. Da sich die Erdkugel am Äquator wölbt, liegen Nord- und Südpol näher am Erdkern und sind einer stärkeren Anziehungskraft ausgesetzt. Anstatt der sieben Weltmeere gäbe es nur noch ein Megaozean im Norden und ein im Süden. Kanada, Teile Europas und Russlands wären vollständig überflutet. Boston, Chicago und Seattle würden unter Wasser stehen, ebenso wie Teile von Argentinien, Chile und Neuseeland. Die Verlagerung der Ozeane würde einen Superkontinent entlang des Äquators bilden, der sich um die gesamte Erde erstreckt. Das würde zwar die Zusammenarbeit der Überlebenden vereinfachen, aber es gäbe wenig, was man zur Verbesserung der Lage tun könnte. Die Ressourcen wären knapp. Die Erde wäre von einer nie dagewesenen Dürre heimgesucht. Die meisten Arten wären gefährdet, wenn nicht bereits ausgestorben. Landwirtschaft wäre kaum noch möglich, da ein ganzer Tag ein ganzes Jahr dauern würde. Mit anderen Worten, man würde 6 Monate lang die Sonne sehen und den Rest des Jahres in Dunkelheit verbringen. Somit gäbe es kein Frühling und Herbst mehr. Unser Untergang wäre am Ende der Verlust des Magnetfeldes. Das Magnetfeld der Erde sorgt nicht nur für Orientierung, sondern sichert auch unser Überleben, indem es Sonnenwinde ablenkt, die sonst unsere Ozonschicht zerstören und uns mit gefährlicher Strahlung belasten würden. Diese tödliche kosmische Strahlung würde alle Lebewesen auf unserem Planeten auslöschen. So würde sich mit der Zeit die Welt, wie wir sie kennen, in den Mars verwandeln. Moment mal, wollen wir nicht zum Mars fliegen und dort leben? Was, wenn Erde und Mars einfach die Plätze tauschen? Wäre es dann nicht dasselbe? Auch wenn die Welt von jetzt auf gleich nicht stehen bleiben wird, irgendwann wird sie es tun, in circa 18,5 Milliarden Jahren. Genieß die Zeit, die dir hier bleibt. Nutze den Tag und lebe die Nacht.